Andy Borg, geboren als Adolf Andreas Meyer, geboren am 2. November 1960 in Wien-Floridsdorf, Österreich, ist ein berühmter Schlagersänger und Fernsehmoderator. Derzeit lebt er in Deutschland und hat eine solide Karriere in der Musik- und Fernsehbranche aufgebaut. Seinen beruflichen Durchbruch schaffte er 1982 mit dem Hit Adios Amor, gefolgt von einer Reihe weiterer berühmter Songs wie Arrivederci, Claire und Three Famous Words. 1990 nahm Andy Borg mit Kinderstar Alexandra am Großen Preis der Volksmusik teil, wobei das Lied Komm sitz, die auf an Sonnenstrahl den 3. Platz erreichte. Ab 1996 leitete er die Volksmusik-Hitparade im Südwestfernsehen und anschließend im Ersten. 2006 wurde er zum Nachfolger von Karl Moik in der Sendung Musikantenstadl, einer bekannten Volksmusiksendung, ernannt. Im Februar 2015 gaben ARD, ORF und SRF bekannt, dass Borg die Sendung am 27. Juni 2015 zum letzten Mal moderieren wird. Ab Dezember 2018 moderierte er die Musikshow Schlager Spaß mit Andy Borg im SWR Fernsehen. Andy Borg hat in seinem Leben und seiner Karriere viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Seine erste Ehe endete 1994 und aus dieser Ehe hat er 2 Kinder. Neues Glück fand er jedoch, als er 1999 Birgit heiratete. Birgit ist nicht nur seine Frau, sondern auch seine Managerin und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Andys Karriere. Nach 25 Jahren Ehe drückte Birgit oft ihre Bewunderung für ihren Mann aus und beschrieb ihn als einen hingebungsvollen, enthusiastischen Mann, der es immer verstand, seinen Mitmenschen Freude zu bereiten. Im Alter von 63 Jahren hat Andy Borg immer noch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere bei der Erhaltung seiner Gesundheit und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Seine größte Freude bereitete ihm jedoch seine Familie und seine Musik. Jedes Mal, wenn er auf der Bühne steht, spürt er die Liebe und Unterstützung des Publikums, was ihn motiviert, weiterhin einen Beitrag zur Kunst zu leisten. Trotz seiner bemerkenswerten Erfolge erlebte Andy Borg auch große Misserfolge und Trauer. Durch die Veränderungen in der Musik- und Fernsehbranche fühlt er sich manchmal unter Druck gesetzt und muss sich ständig anpassen. Doch mit der Unterstützung seiner Familie und seiner Leidenschaft für die Musik meisterte er alle Herausforderungen und glänzte weiterhin in seiner Karriere. Wenn man auf das Leben und die Karriere von Andy Borg zurückblickt, erkennt man, dass er ein talentierter und beharrlicher Künstler war. Er hinterließ nicht nur einen tiefen Eindruck im Herzen des Publikums, sondern war auch ein Symbol für Einsatz und Leidenschaft. Die Erfolge und Schwierigkeiten, die er durchmachte, trugen alle dazu bei, Andy Borg so stark und bewundernswert zu machen, wie er heute ist. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat sich Andy Borg kontinuierlich der Musik und den darstellenden Künsten gewidmet. Er ist nicht nur ein berühmter Sänger mit Hits wie Adios Amor und Arrivederci, Claire, sondern auch ein beim Publikum beliebter Fernsehmoderator. Er hat maßgeblich zur Popularisierung und Pflege der Schlagermusik, einer typischen Popmusikrichtung Deutschlands und Österreichs, beigetragen. Die Leitung des Programms Musikantenstadl von 2006 bis 2015 festigte Andy Borgs Position in den Herzen des Publikums. Dabei handelt es sich um ein berühmtes Volksmusikprogramm, bei dem er in jeder Folge eine enge und freundschaftliche Beziehung zum Publikum aufgebaut hat. Seine Fernsehkarriere floriert weiter, da er seit 2018 die Show Schlager Spaß mit Andy Borg moderiert, die für unterhaltsame und mitreißende Musikdarbietungen sorgt.
Eines der Erfolgsgeheimnisse von Andy Borg ist die unerschütterliche Unterstützung seiner Frau Birgit. Nach 25 Jahren Ehe ist Birgit nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch eine verlässliche Begleiterin im Beruf. Sie drückte oft ihre Bewunderung für Andy aus und betonte, dass er stets seine Leidenschaft und sein Engagement für seinen Beruf bewahrt habe. Birgit kümmert sich auch um die beruflichen Aufgaben ihres Mannes und hilft ihm, sich auf Kreativität und Leistung zu konzentrieren. Allerdings war das Leben von Andy Borg nicht immer voller Rosen. Er hat große Misserfolge und Herausforderungen erlebt. Veränderungen in der Musikindustrie, Belastungen durch die Arbeit und die Erhaltung der Gesundheit im Alter sind Schwierigkeiten, die er überwinden muss. Aber mit Optimismus und der Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau, meisterte Andy alle Herausforderungen. Andy Borgs größte Freude und sein größtes Glück kommen aus der Familie und der Musik. Er genießt immer die Momente mit seiner Frau und seinen Kindern und spürt bei jedem Auftritt die Liebe und Unterstützung des Publikums. Dies motivierte ihn, sich weiterhin der Kunst zu widmen und hochwertige Darbietungen und emotionale Musik anzubieten. Andy Borg ist trotz aller Höhen und Tiefen in Leben und Karriere zu einer Ikone nicht nur in den Herzen des Publikums, sondern auch in der Künstlergemeinschaft geworden. Er ist ein Beweis für Ausdauer, Leidenschaft und Hingabe an. It's great because the accounts that I was calling on are all the Capital Ones, the Comcast, the Marriott. And it was very easy to call outside of IT, in addition to IT, but calling on a business level. Because they were reading about Splunk in the Wall Street Journal, they knew the word, and big data at the time was a big phrase and so forth. So I think their brand recognition and resources are definitely more. I think the other thing that's really cool is when you go public and you're growing, there's just, in Splunk especially, we grew at such a fast pace that it was exciting. You know, every couple of years was a change. We changed and pivoted and just going at full speed ahead, whether we're going from point product to platform or on-prem to cloud, you know, focusing on security or IT operations. All these changes we're going through is always so fascinating and fun to go through all those different changes. So to grow to support the market and where we need to go, that high growth was there. And the big thing was the pace of change. I think Splunk is what one would consider platform, right? Versus like a point solution, like pretty wide. Absolutely, yes. And I don't know, I know a little bit about NS1. But I'd say they're less of a platform just simply due to the amount of years that they've been able to like be in existence, right? Can you compare and contrast or at least share how does having a best in class narrower solution like an NS1 versus a maybe, and I'm not, you know, implying, but maybe not always best in every class platform, but nonetheless the widespread platform, how does that shift your sales motion? That's a little off the cuff question here that comes to mind, but I think about this a lot. Yeah, I think two ways. So I think oftentimes when you're landing new customers, you're solving a pain point, right? A pain point. And that's where a great solution like NS1 comes into play. So we had an incredible customer base, and we were able to land. We had a premium product in the market, and we addressed a real pain that they had, and we landed that way. Splunk was the same way with our core. You know, it was basically, we started out being Google for logs. And the basic problem we would solve with Splunk was when their IT applications would go slow, and you'd have all these different teams for the network and the infrastructure and the applications pointing fingers to find the silver bullet, you could search all that data together at once with Splunk to find the needle in the haystack and save, you know, 90% of the time it would take, et cetera. So that was also the beachhead how we landed. So we never sold Splunk as a platform either. Then once we were in there, we would help them accelerate their time to value and then expand to become a platform and show how the same data is relevant to a wide range of people. So I would say Splunk and NS1 were very similar in how we landed around the pain point, but then a platform like Splunk, we had a strategy to really grow in the organization for a wide range of use cases and become a platform. Okay, so rather than bundling and packaging everything,